Das erzählt schon, ob meine lieben Bete. Schau's. Oberst, wenn du dich meldest, ist immer was Lästiges. Sehr witzig, tolle Schall. Ihr seid im Dienst, da fährt man sowieso nicht Katzenstreu einkaufen. Du gefällst mir, wann sonst? Also jetzt hört's zu. Aus einer Wohnung in der Novara-Gasse sind Streit- und Kampfgeräusche zu hören. Ein Kavalier rennt am Eck. Vermutlich eine Eifersuchtsgeschichte. Moni ist schon dort. Fahrt sie auch gleich bitte hin. Gratuliere, was soll ich da? Nach dem Rechten sehen, Bursche. Das ist schließlich unser Haken. Also komm, fahren wir. Jetzt, du jetzt so blöd, tolle Scheibe weiß ich lieber, ja? Rindhofer Karl heißt er. Zweimal vorbestraft wegen Körperverletzung, einmal wegen fahrlässiger Kinder. Welcher Stock? Zweiter. Sag, kennst du den Rindhofer? Ich glaube ja, der war mein Barmann in der Roten Gräfe. Der Verdächtige hat sich mit einer Frau in der Wohnung eingesperrt. Jana Formanek heißt's. Formanek? Genau. Die Ex-Frau von dem Boxer, der letztes Jahr gestorben ist. Slowakin, arbeitet eigentlich in Bratislava in der Gastronomie. Den hat der Band schon mit dem Grünstaben gehabt? Ich glaube ja. Und, bewaffnet? Angeblich nicht. Küchenmesser vielleicht. Na ja. Die Anrainer sagen, der Rindhofer will nicht wahrhaben, dass die Frau von ihm nichts wissen will. Weil es solche Typen immer noch gibt. Herr Rindhofer! Herr Rindhofer, ich bin's, der Trautmann. Ich tat gern mit Ihnen reden. Ich bin selbstverständlich unbewaffnet und halte mich strikt an. Dann können wir nicht einmal die Wege holen, bitte? Sie sollen sich dort hinsetzen. Das werden schon alle. Du weißt genau, dass ich das voriges Jahr vom Häfen bewahrt habe, als du am Pugel von der Russenpartie die Nasen ausradiert hast. Und der Job hat wieder auch besorgt, in einer Hütte vom Wesseln aus. Du hast dich dann hochkant rausgeschmissen und nach zwei Monaten, weil du permanent blunzen und fett antanzt bist, aber das ist wurscht. Das ist okay, das ist dein Bier. Aber das da, da werden wir ernsthafte Bresel kriegen miteinander. Frühschlag. Du legst das Zigarren ganz ruhig weg, ja? Dann sitzen wir uns alle in Ruhe nieder und besprechen alles gemeinsam. Einverstanden? Ich weiß, es geht jetzt nicht daher, aber der Aschenbrech ist ein Wahnsinn. So was suche ich schon die längste Zeit. 70er Jahre. Das ist nämlich schwer zu kriegen, sowas heutzutage. Hör sofort auf mit dem Scheiß, Kieber. Wir wissen, was wir jetzt machen. Sie haben alle zu wenig Cowboy und Indianer gespielt in eurer Kindheit? Leise, Bursche, bitte! Ohne Indianer will ich sowieso nicht mehr leben. Wenn ihr da rausgeht, bringe ich mich sofort um. Schau, Charlie. Das Leben ist voller Abgründe zum einen schauen. Und am anderen Tag ist wieder alles einfach und der Himmel ist der Bruder, ne? Geh sofort der Schnell zu. Ich habe nämlich das Gefühl, die Frau Formanek, die will gar nicht mit dir zusammenleben. Sie ist ein erwachsener Mensch. Genauso wie du, nicht? Und die will ihr Leben so leben, wie sie es für richtig findet. Ja, sicher. Und sonst noch was? Jetzt sei doch nicht so deppert, Charlie. Ich meine, willst du wirklich dein ganzes Leben wegschmeißen? Thank you.
Okay, Frau Formanek, das müsste es gewesen sein. Toll, dass Sie das mit dem Aschenbecher kapiert haben. Für meine Kollegen ist das leider mit einer Schusswunde ausgegangen. Wie geht es ihr? Sie wird gerade operiert, ich fahre dann zu ihr hin. Sie rauchen sehr viel. Den ganzen Tag, Sie haben Zigarette im Mund. Was sagt Ihre Frau, wenn Sie küssen? Oder sie raucht auch. Bestimmt. Nein, ich bin nicht verheiratet. Ich bin ja nicht einmal Dings. Also, nicht. Also? Ja? Kann ich gehen jetzt? Ach so, ja, selbstverständlich, bitte. Ich möchte nach Hause fahren, nach Bratislava zu meiner Tochter. Sie ist bei meiner Mutter. Eine Unterschrift bräuchte ich noch, bitte sehr. Falls Sie noch etwas brauchen sollten, Probleme haben, die Ereignisse zu bewältigen, dann wenden Sie sich ruhig an mich, also an uns. Ne? Okay? Moment, langsam. Bei Ihnen am Handy oder angerufen? Nein, also Herr Doktor, Herr Parteiobmann. Bei mir hat er sich kein einziges Mal gemeldet, seitdem er verschwunden ist. Na, mit irgendeiner Ostschlampen wird er durchgebrannt sein? Ja, das würde zum Pferdl passen. Wie bitte? Wenn das überhaupt wirklich war, Herr Doktor Werner. Er soll nicht mehr anrufen, auf gar keinen Fall. Aha. Wenn ich ihn spreche, gebe ich es so weiter. Herr Parteiobmann. Ihnen auch. Auf Wiederhören. Also, das Schlüsselbein ist da drüber, das war das Problem. Die haben das wie ein Puzzle zusammensetzen müssen. Das, was die Medizin heute alles kann, da rühren die aus deinem eigenen Knochenmark so eine Art Zement. Was, wie geht's dir denn? Man kann nicht denn reden mit ihr. Bleibt irgendwas zurück, oder was? Naja, spätestens morgen wird's mit ihren Eltern reden können und wenn sie mag, auch mit uns. Und inwieweit das Bewegungsfeld eingeschränkt bleibt, das können sie nicht sagen. Die Kugel hatte die Schlagader nur um einen einzigen Zentimeter verfolgt. Kannst du dir vorstellen, was da passiert? Nicht einmal denken, hörst du. Nicht einmal denken. Das ist alles meine Schuld. Du bist wirklich alt genug, dass du nicht so ein Blödsinn machst mit deinen Leuten. Es wird sicher eine Untersuchung geben. Kann ich dir nicht helfen. Ja, weiß ich, hast ja recht, ne? Das war wieder so ein Einsatz. Die Mann ist schwer verletzt. Ja, ist ja gut, Bursche. Na, und? Ich meine, wenn ich endlich nicht mehr in der Mone erstellt hätte, aber es ist spät, es passiert, was soll ich machen? Entschuldigung, Bursch, es tut mir leid. Was Sie langsam sind wir in dem Alter, wo man auch über den Tod nachdenken muss, von einem philosophischen Standpunkt aus gesehen. Also, nicht jetzt Prostata oder Wasser in die Fiers. Echt? Hör doch auf, Oberst. Ich denke höchstens an die Pension, die möchte ich mir noch gerne erleben, wenn es leicht geht. Erleben, siehst du, erleben. Ne? Denkst du doch irgendwie da. Viel später, weil wir gerade bei den Toten sind. Ich glaube, es gibt da so etwas Ähnliches wie einen lebenden Toten unter uns. Was ist das wieder für eine Geschichte, Robi? Na ja, ich habe da gerade so ein Telefonat mitgekriegt. Bei der werten Frau Grünstädl mit dem Dr. Werner. Da war schon die Politikerschädel da, nicht? Und da ist um den Verbleib von unserem allseits verehrten Ex-Nationalratsabgeordneten, den Herrn Ferdinand Grünstädl, gegangen, wo sie so mitgekriegt haben. Jetzt sind wir doch froh, dass der alte Knirrer nicht mehr da ist. Der ist uns doch eh allen am Nerv gegangen, oder? Stimmt. Ja. Frag mich nur, was die Hasen immer an dem gefunden haben. Erzähl weiter, Rudi. Thank you.
werden. Landhaus übernachtet, ist erst in der Früh zu Hause gekommen, hat ihn einfach bemerkt und gleich gemeldet. Die Herrschaften haben eine Versicherung, der Schaden dürfte also gedeckt sein. Und weiß die Frau Grünstädtl schon, wo sie alles fällt? Ihr ganzer Schmuck ist weg, hat's gesagt. Und 2500 Euro Bargeld, die ich in einer Zuckerdose in der Küche aufbewahrt habe. Eine Katastrophe. So viel Geld soll man nicht zu Hause haben, gnädige Frau. Auf die Bank West tragen und zuschauen, bis immer weniger wird und die Banken immer reicher. Wo haben Sie denn den Schmuck gehabt, Frau Grünstädtl? In einer Schuhschachtel, im Kasten. Gut versteckt, habe ich immer geglaubt, ist er. Gibt es Auflistungen von den Sachen, die drin waren? Fotos wegen der Versicherung? Leider. Aber Sie wissen zumindest, was drinnen war und können die Sachen beschreiben. Ja, jedes Stück. Alles zusammen sicher 50.000 Euro wert. Nicht Spruch. Alles lässt sich ersetzen, Frau Grünstädtl. Immerhin waren Sie ja versichert, nicht wahr? Ja, vielleicht sollten wir zweimal eine Auflistung machen von den Sachen, die fehlen. Ja, sehr gern, Herr Inspektor. Ich glaube, ich hole uns Papier und Bleistift, dass ich gleich was aufzeichnen kann. Ja. Schaut schlimm aus, drin, gell? Ja, Sie haben schon viele Brühe gesehen, aber der kommt mir ziemlich spanisch vor. Wieso? Also ich bin ziemlich sicher, dass das Schloss ganz normal aufgesperrt worden ist. Die Grotze, die kannst du vergessen. Du meinst, dass die Grünstädtl bei sich selber? Sie wahrscheinlich nicht, aber schon in der Kuchel steht alles akkurat auf seinem Platz. Und ausgerechnet dort hat der Täter ein Geld gestohlen. Aus einer Zuckerdose. Ja, bitte. Da passiert. Einbruch ist wohl. Weißt du, was ich schicke einen Kollegen ein Abschwerbandel holen? Der war kaum gestohlen, schon in Polen. Na langsam, Kollege. Dass die Post schon so viel zusteht, das erschüttert mich ja fast. Ich hab den Backel abzugeben. Absender Ferdinand Grünstädtl. Das nehme ich da an, Kollege. Muss ich was unterschreiben? Nein. Abteilungsinspektor Trautmann. Hm? Mein letzter Wille. Fertig da. Es kommen jetzt noch die Kollegen vom Einbruch, weil für uns ist der Wert von den gestohlenen Gegenständen einfach zu hoch. Ja, sag mal, Oberst, weiß nicht gescheiter, wenn man die Außen- und Innenseite von der Tür und die Schließbleche mit einer Folie abkleben wegen die Dings, wegen die Grotte, also die Spuren, meine ich. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Ich sag's schon, ein tolles Schal. Vier große waren auch drauf und dazu passen ein Ring mit einem Stein in der Mitte. Ab ist mit der Aufzeichnung durch mir leichter hinspielen. Gerne, aber es muss nicht so ausführlich sein. Die Kollegen nehmen das dann noch ganz genau. Aber der Trautmann hat gesagt, ich soll es beschreiben. Sie tun jetzt immer so, als wäre es Ihnen lästig. Entschuldigung, dass bei mir eingebrochen worden ist. Das verstehen Sie jetzt falsch, so war das nicht gemeint. Entschuldigung, ich werde Firma schauen, ich muss kurz unterbrechen. Und Bock
Aber den nervt trocken. Bursche, mit uns sachlich arbeiten. Keine Emotionen einfließen lassen. Bargeld für die Frau Grünsteuer. Aus der Karibik vom, Ex-Nationalrat. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was da drinnen ist. Dass sich der selber wegputzt hat, der Grünsteidl, glaubst du das? Nein, ich glaube nicht. Schließlich gibt es nicht einmal Leisch. Na ja, wenn der irgendwo ins Meer geht, dann... Geht er den Grünsteidl, dem traue ich nicht. Und was war schon Aufregendes drinnen in dem Bad? War nichts Brauchbares, aber ein Abschiedsbrief und ein paar antretene Schuhe. Nein. Naja, was sie, die Grünsteidl hat schon getroffen wird, sehr. Ja. Das ist klar. War ein bisschen viel für sie. Zuerst der Einbruch und dann das Bagel. Lustig eigentlich, dass du auf der Gästeliste von dem Leichenschmaus drauf bist. Da hat er ja fast nur seine Feinde eingeladen. Und du glaubst, es ist eine Ehre, oder was? Naja. Jetzt geht der Fall auf jeden Fall zurück nach Dings da. Wie heißt es? Grenada. Spanien, gell? Nein. Karibik, liegt vor der Küste Venezuelas. Wurscht, weit weg auf jeden Fall. Bis da was zukommt, haben wir beide hoffentlich schon lange Pension. Hoch zu, Bursche. Überprüfe bitte, ob von den Gästen, die auf dieser Leichenschmausliste draufstehen, irgendjemand den Grünsteidl in den letzten Monaten gesehen hat oder mit ihrem telefonischen Kontakt gehabt hat. Okay? Was hast du gegen mich? Und dann gib endlich einmal den Bericht vom Einbruch an. Und dann fahren wir zum Monat ins Spital. Einverstanden? Ja. Eine Einladung zur Eröffnung von der neuen Miranda. Nett, gell? Ja, sehr nett. Ja, du hast eine? Na sicher. Gehen wir miteinander hin? Nein, ich kann doch dort nicht aufkreuzen. Na, wie du glaubst. Schon spannend, der Fall Grünsteidl. Ja, ja. Aber solange wir keine Leiche haben, ist der Fall nicht abgeschlossen. Das ist klar, oder? Lustig eigentlich, dass du auf der Gästeliste für den Leichenschmaus drauf bist. He? Da hat er ja fast nur seine Feinde eingeladen. Ja, sehr lustig, ne? Ja. Na gut, dann warten wir halt den Bericht aus der Karibik. Lass schön grüßen. Mach ich. Übrigens, diese Gasexplosion von gestern. Also der Feuerwehreinsatz von gestern, den du gesehen hast. Und? Es war ein Gebrechen in der Leitung, also keine falsche Handhabung. Servus. Servus. So, bin fertig und jetzt gehen wir machen. Ist was? Nein, nix, wieso? In der Nacht bin ich zweimal aufgewacht. Da hat schon ordentlich gepocht und gehämmert. Tut mir wahnsinnig leid, Moni. Geh auf, Trautmann. Es war ein normaler Einsatz mit einem ungeplanten Ende. Und Glück habe ich auch noch gehabt. Naja, normaler Einsatz. Das war das letzte Mal, dass ich bei sowas mitgemacht habe. Ich schwöre es. Jetzt schau, dass du mal gesund wirst, Moni. Ich meine, du musst es ja psychisch vorarbeiten. Glaubst du, kann ich bald in den Dienst zurück, Trautmann? Bestimmt.
sagst, Kimmerer? Bussischnurlede, ne? Bloß eben, was? Ja, der Nasenlang scheint jedenfalls sehr happy zu sein, ne? Wir sind alle happy. Du musst dir nachher die neue Pool-Landschaft anschauen mit unserem Wellness-Spezialprogramm. Von mir selber, nächtelang entwickelt. Du warst ja sogar auf Thailand, auf Studienreise. Ja, genau. Wir haben ihm jetzt alles unserer neuen Geschäftsstrategie untergeordnet. Entertainment, Sex. Ja, du musst dem Kunden heute mehr bieten können als nur Puder. Na ja. Ja, mir ist da immer so ein bisschen eine Disney World für Erwachsene vorgeschwebt. Das klingt ja schon fast wie unser verehrter Herr Grünstern. Moment. Was gibt's? Also im Büro warten. Entschuldige, Trautmann. Geschäfte. Stehe. Entschuldigung, Trautmann. Der Bereich ist privat. Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen nichts überstürzen jetzt. Ich lasse es im. Ich lasse meine Waffen am Boden fallen, okay? Dann drehe ich mich ganz langsam um. Dann schauen wir, wie wir weitermachen. Einverstanden? Ich verspreche dir, dass ich nichts mache, was dir oder euch. Thank you.
Ja, hallo? Sehr mysteriös, die Schlägerei bei der Miranda gestern. Übrigens, die Waffe, mit der geschossen worden ist, die hat bei uns keine Geschichte und das Blut ist zur DNA gegangen. Was äußerst interessant ist, ist der Schuhabdruck, den wir im Bausand sichergestellt haben. Das ist ein Cowboy-Stiefel mit Größe 48. Wer hat denn solche Quadratlatschen, bitte? Basketballer wird es keiner sein. Er ist ja ein Leibwächter, ein Bugel, oder? Mir kommt vor, es wird alles immer schlimmer bei uns im Bezirk. Ich hab schon die längste Zeit das ungute Gefühl, mir rennt der Grünsteidl dauernd über den Weg. Brandner, wo brennt's? Fällt mir was ein, Burschi. Ich brauch was von dir. Da muss man was recherchieren. Seid ihr sicher? Ein Leichenfund, ein gewisser Herr Kopf, der war angeblich der Ferdinand Grünsteidl. Schön war er nie. Spurensicherung. Alles klar, Trautmann. Ein Stubenmädchen hat ihn gefunden. Sie steht am Gang draußen mit Hotel Security. Gut. Buschi, kümmern um die Herrschaften. Und ihr besorgt mir ein paar Plastiksackel. Tolle Schalter. Hast du einen Handschuh für mich? Also tot ist er seit 9 bis 10 Stunden. Das heißt, er ist zwischen 11 und 12 ermordet worden. Welcher von den 4 Einschüssen tödlich war, kann ich jetzt nicht sagen. Er ist aber in den Bauch und in die Herzgegend getroffen worden, was beides letal sein kann. Die anderen Verletzungen sind oberflächlich. Ich schaue mir dann gleich an, wenn die gnädige Frau ihn identifiziert hat. Danke dir, Doktor. Seit 2 Jahren. Ist sie eigentlich schon verständigt, die Grünsteiner? Nein, das mag ich selber. Gut, ich komme mit. Das Stubenmädchen hat ihn überhaupt nicht gesehen bis heute in der Früh. Eingecheckt hat er erst gestern unter dem Namen Heinz Kopf. Mit einem deutschen Reisepass. Burschi, ich möchte eine Auflistung sämtlicher Zahlungen, die er mit seiner Kreditkarte getätigt hat. Und zwar in den letzten paar Monaten, ja? Moni, wo bist du? Jetzt haben wir doch tatsächlich einen Mordfall Grünsteidl. Und du hast schon wieder so eine Vorahnung. Das ist unglaublich. Weißt du was, ich habe viele schlechte Eigenschaften. Und eine davon ist, dass ich immer das Schlimmste glaube. Dann mach doch einmal eine Selbsterfahrungstherapie oder nimm ein paar Yogastunden. Das macht das Leben viel leichter, wisst ihr? Ehrlich. Ich bin mir sicher, dass er noch lebt, auch wenn der Abschiedsbrief da war und der Karton aus Übersee. Wann haben Sie denn zuletzt von ihm gehört? Gar nicht. Bei mir hat er sich nicht gemeldet, kein einziges Mal. Unsere Ehe war ja mehr oder weniger. Komisch, dass ich jetzt trotzdem so traurig bin. Es tut mir doch leid irgendwie, der Ferl. Wie lange warst du denn verheiratet? 26 Jahre. Die kann man halt nicht so einfach auslöschen. Wenn der Mensch, von dem du alles weißt und kennst, plötzlich tot ist. Und ein Loch in der Brust hat.
Sehen Sie mich nicht böse, aber ich muss auch meine Arbeit machen. Ich möchte nur noch kurz fragen, wo waren Sie gestern Abend zwischen 23 und 0 Uhr? Dann kann es auch schon gehen. Sie sind taktlos und unbehobelt. Ich muss meine Arbeit machen. Kleinkariert. Ein echter Beamter sind Sie. Es tut mir wirklich leid, ich verstehe Ihre Reaktion. Aber ich mag meine Arbeit auch nicht alle Tage. Eine Freundin habe ich besucht im Spital. Tratscht haben wir bis spät in die Nacht, weil ich es ewig nicht gesehen habe. Wenn Sie sich so erniedrigen wollen, das zu überprüfen, schreibe ich Ihnen gerne die Nummer auf. Wiederschauen. Ist das Hotel Lilia, Bratislava? Sprechen Sie Deutsch? Fein. Ich rufe aus Wien an. Ich möchte gerne ein Zimmer reservieren, und zwar von Samstag auf Sonntag. Wenn es geht, im ersten Stock, bitte. Wie bitte? Also, das ist der Nichtrauchertrakt. Okay, gut, ja, dann nehme ich den Nichtrauchertrakt. Der zweite Schuss war tödlich, der hat ihn ins Herz getroffen. Also sofort tödlich, ne? Die anderen hätten ihn wahrscheinlich auch umgebracht. Und die Waffen hat keine Legende bei uns? Nein, vermutlich ein 765er Walter. Sagt man nichts. Da hat er dann Schalldämpfer verwendet, eh klar. Im Hotel hat auch niemand was gehört. Obwohl eine deutsche Reisegruppe, die auch auf dem Stock und gerade aus der Oper zurückgekommen ist. Also zu dem Zeitpunkt, als die Schüsse gefallen sein müssen. Haben die alle verhört? Tote. Nix. Briefgehalt, deppert. Also bitte, tolle Schalter, das hat damit nichts zu tun. Gebüsch ist sehr, sehr gut, dann check mal bitte aus, ob der Grünsteidl eine Waffe besessen hat. Wieso? Na, ich bitte mich, ich habe in der Wohnung einen Schein umeinander liegen sehen. Einen Schein umeinander liegen? Na ja, ne? Also gut, Bursche, check das einmal. Ich muss noch ins Ministerium. Wieder so eine unnötige Sitzung, was unter dem Begriff Reform wieder alles noch schlechter und noch schlimmer machen. Wir sehen uns wahrscheinlich erst am Montag wieder. Wenn ich nicht bis dahin in Nepal bin. Okay, was machst denn du in Nepal? Was gibt's denn da zum Essen in Nepalesien? Hund oder was? Tolle Schalt, die haben dort ein Reis gibt's. In alle Varianten. Schönes Wochenende, Oberst. Vierte. Servus. Reis gibt's. Find ja schaut eh schlecht aus in letzter Zeit, was? Büschi. Komm her mal. Du musst was für mich recherchieren. Schau her. Ich brauche eine Anrufliste von diesen beiden Handys da. Und zwar sämtliche Anrufe von Anfang März bis jetzt. Was hat das für Nummern? Ja, das wirst du rausfinden, ne? Aber ich traue mich fast wetten, die kommen alle aus Grenada. Okay, mein Englisch ist nicht ganz fließend und der Fall. Und außerdem hätte ich gern, dass du mir herausfindest, ob es auf Grenada einen Brand gegeben hat. Also irgendein größeren Brand in einem Gebäude oder in einer Hotelanlage. Am 25. April. Für was brauchst du denn Schatz? Ja, das sage ich dir dann, weil ich selber weiß. Und außer uns beiden. Ihr fährt niemand was davon. Ist das klar? Komisch bist du. Sonst reißt er dir den Schädel ab. Das meine ich, das ist mir ernst. Ich glaube wirklich, dass ich für alle da hier in der Tasche bin. Frau Formanek, der Trautmann spricht hier. Der Inspektor aus Wien. Wir hatten letzten Dienstag miteinander zu tun. Der Fall Ringhofer. Hallo? Ja, hallo. Störe ich? Nein, gar nicht. Gut.
Wissen Sie, ich rufe eigentlich nur deshalb an, weil ich mich erkundigen wollte, wie es Ihnen geht. Ist alles okay? Ist okay. Ja, alles in Ordnung. Verstehe. Gut. Ja, Frau Formanek, ich will Sie ja zu nichts drängen, aber falls Sie noch einmal ein Gespräch, ich meine, also, sollten Sie noch einmal mit irgendjemand reden wollen, dann würde ich mich selbstverständlich zur Verfügung stellen, um Ihnen zu helfen, nicht? Wie bitte? Ich habe verstanden schlecht. Ich bin in Pressburg übers Wochenende, beruflich. Ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht doch eine gute Gelegenheit, falls Sie noch einmal... Ja, Sie wollen mit mir einen Kaffee trinken gehen? Ja, nein. Ich meine, natürlich können wir das alles bei einer Schale Kaffee besprechen. Ich denke, das wäre doch sicher alles sehr, sehr aufregend für Sie, nicht? Wann hätten Sie denn Zeit? Moment. Wann ich Zeit hätte? Morgen oder lieber Sonntag? Nein, nein, also morgen wäre mir schon lieber. Wer ist denn das? Auf dem Café Medusa. Wo? Das ist in der Altstadt. Ah, das finde ich bestimmt. Sagen Sie um 15 Was denn da? Uhr? Um 15 Uhr, ja. Da freue ich mich. Wiederhören. Was ist los mit dir? Wieso, was wissen Sie überhaupt? Da war ein Fax von der Grünschädel. Beisetzung und Leichenschmaus am Dienstag um 11. Ja, am Dienstag, okay, na. Charlie schon lange, also Herr Ringhofer, habe ich nicht gewusst, dass er ist verliebt in mich. Bin ich auch zum ersten Mal bei ihm in der Wohnung gewesen. Verstehe. Naja, Hauptsache Ihnen geht's wieder gut, nicht? Wie geht es ihm, wissen Sie? Ach, also gebrochen ist nicht so viel, ich weiß. Er hat nur eine Platzwunde, eine gewaltige, aber sonst keine Ahnung. Ich habe allerdings auch nicht nachgefragt in den letzten Tagen. Hoffentlich, es geht ihm gut bald. Bestimmt. Und Sie pendeln zwischen Bratislava und Wien? Ja, wenige 3 Tage jede Woche in Wien. Ah ja, und was arbeiten Sie dort? In Boutique. Und zu Hause am Wochenende manchmal, ich helfe aus im Club von meinem Bruder. Ah ja. Wollen Sie aufhören? Ich? Oh, nein. Nein? Ganz. Ein bisschen weniger rauchen, das ist gesünder, nicht? Sagen Sie, haben Sie nicht auch eine kleine Tochter? Ja, Shalia, sie ist 6. Ja. Sie ist bei meiner Mutter, wenn ich arbeite. Habe ich sonst niemanden Zeit. Ron ist dort. Ja, ja, ich erinnere mich, ja. Poprosim, Mutschat. Ja, dann. Frau Formanek, darf ich Sie etwas Persönliches fragen? Wissen Sie, ich habe keine Kinder und keine Familie, die ich um Rat fragen könnte. Und von meinen Kollegen möchte ich mich nicht lächerlich machen. Klingt sehr spannend. Ist es aber nicht. Na, wissen Sie, ich bin am Überlegen, ob ich mir nicht ein kleines Apartment kaufe, so in Graben, in Oberitalien, für meine Pension, dass ich später mal dort bin und die Winter milder sind. Vielleicht kommt mir ja mal jemand besuchen, nicht? Und macht mit mir gerne einen Spaziergang am Meer oder so. Aber das ist doch sehr schön und romantisch. Ja, finden Sie? Ja, ja. Sie glauben nicht, dass es irgendwie zu altvatersch ist? Wie? Ich sag, Patsche, würdet ihr platzieren zuerst, aber spolu? Nein, das mache ich. Nein, wissen Sie, ich meine, es ist nicht zu alt oder so, ich meine zu antiquiert oder wie? So alt Sie sind nicht. Nein. Okay, ja. Frau Firmenegg, ich muss Ihnen noch was erzählen. Sie haben doch den Herrn Grünstädel gekauft, oder? Habe ich nicht gewusst, dass ist er gestorben. Ist vorbei lange, was hatte ich mit ihm? Ich war sehr böse über Ferdl. War er schlecht zu mir? Trotzdem, Frau Firmenegg, er war da, in Bratislava. Und Sie waren auch da.
Und ich denke, dass er Hilfe gebraucht hat oder zumindest jemand, dem er sich anvertrauen konnte. Er hat mich angerufen, am Montag. Ich war auf dem Weg nach Wien. Wollte er haben Platz zu schlafen für eine Nacht oder für zwei? Hallo. Habe ich gesagt, das kann ich nicht helfen und will ich auch nicht. Er hat mir gedroht und sehr schlimme Worte gebraucht. Denn ich habe aufgelegt. Obyčajný bastard, už sa s tebou nebudem o tom vôbec baviť a viac mi nevolaj, dobre? Bin ich zu Charlie, damit er hilft mir. Konnte ich nicht wissen, dass Pieta so aus und Charlie wird eifersüchtig und verrückt. Das ist die ganze Geschichte. Wollte ich einfach nichts mehr zu tun haben mit Pferden. Stehe. Sie sind also zur Arbeit gefahren. Und in der Nacht sind Sie beim Ringhof heruntergetaucht, damit Sie der Grünschneidl unter gar keinen Umständen finden kann. Ja, so war es. Dann hat er sich nicht mehr gemeldet bei mir. Schrecklich. Entschuldigung. Am besten, man stellt's gleich ab. So. Wie wär's, wenn wir eine Kleinigkeit essen gehen? Kennen Sie ein nettes Plätzchen? Schon ein Wahnsinn, was sich da alles verändert hat in den letzten 15 Jahren. Hm. Aber da waren ja Sie noch ein Kind. Nein, war ich 14. Für meine Eltern noch immer ist unglaublich, das alles. Wir, also meine Freunde und so, wir haben uns gewöhnt daran. Und jetzt alle wollen Teil sein von Erfolg und Kapitalismus. Siehst du, und mir geht dieser ganze Kapitalismus schon auf den Weg. Also auf die Nerven. Wenn du mir diese Wirtschaftswichteln, denen es nur ums Geld geht, die Leute sind einer völlig wurscht. Geld eintreiben, drüber fahren, schweigen. Das Leben ist rau und kalt geworden für viele. Hm. Ach so, morgen, Sie haben viel vor? Ich? Na, gar nicht, überhaupt nicht. Ich habe Zeit. Sie werden bestimmt kommen gut zurecht ohne mich. Nein, das glaube ich nicht, also gar nicht eigentlich. Es wäre mir schon lieber, wenn Sie... Morgen, ich muss arbeiten bei meinem Bruder. Den ganzen Tag? Ah, so spät. Muss ich nach Hause schnell. In welchem Hotel wohnen Sie? Guten Abend. Sprechen Sie Deutsch? Ja, was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Brandner, ich rufe aus Wien an. Ich hätte gerne einen gewissen Herrn Kopf gesprochen, Heinz Kopf. Ich glaube, er wohnt auf Zimmer 115. Einen Moment bitte, ich versuche Sie zu finden. Nein, danke schön. Danke. Ich probiere später nochmal. Danke vielmals. Thank you.
20.000 Euro. Hallo Jana, Trautmann spricht hier. Ich fahre jetzt wieder zurück nach Wien und wollte mich nur verabschieden. Danke für den schönen Tag gestern. Und es würde mich freuen, wenn Sie sich melden, wenn Sie wieder mal nach Wien kommen. Also dann bis bald. Wiederschauen. Ich bin nicht zugesperrt. Nein. Und der Handy ist ausgeschaltet und zugerufen tust du auch nicht. Dabei hat der Tolle Schall interessante Dinge recherchiert am Wochenende. Ich war beschäftigt, ich habe ermittelt in Pressburg. Ich weiß. Was? Das ist eigentlich unglaublich. Fast schon ein Grenzfall zum Wahnsinn, die das sagen. So habe ich da mitgebracht. Dankeschön. Sag einmal, vertraust du uns eigentlich nicht mehr, weil du alles alleinig machst? Als die Grünstelle dieses Paket gekriegt hat. Du weißt schon, dieses Backerl aus der Karibik, ne? Ja, da war ein Notizbuch drinnen. Das da. Und in diesem Notizbuch hat sich der Grünstelle nicht mehr einen Haufen anderen unwichtigen Zeugs, ein paar Notizen darüber gemacht, wenn er in der Karibik alle kennengelernt hat und getroffen hat.
Kryptisch zwar, aber immerhin. Na ja, und diese Notizen und meinen Unterlagen, da habe ich versucht, die letzten 71 Tage im Leben des Ferdinand Grünstell zurückzuverfolgen. Ja, der Weg ist aus Wien, ist er sein Tod am letzten Donnerstag. Ah ja. Der Grünstell hat mit vielen Leuten einen Weg gehabt. Und ich glaube, dass er sie alle nur mehr getroffen hat vor seinem Tod. Und zwar innerhalb weniger Tage. Und was ist mit dir? Wie mit mir, was soll sein? Das ist eine Liste von allen Telefonaten, die der Grünstell aus seinem Hotel geführt hat in der Nacht seines Todes. Um 23.51 Uhr hat er deine Nummer gewählt. Eine Minute 25 habt ihr telefoniert miteinander. Habt ihr die Liste schon her? Also du ermittelst und wir machen Wochenende. Tja, aber es ist... Ich bin da gesessen und habe an dem Notizbüchlein herumgebastelt und dann da fahren mir Leute das Telefon. Ja, hallo? Trautmann. Ja, wer ist dort? Ich bin's. Ferdinand Grünstell. Oh. Ich brauche Ihre Hilfe. Der Herr Ex-Nationalrat. Da bin ich jetzt aber schon ein bisschen überrascht. Wir trachten es noch am Leben, Trautmann. Sie müssen mich schützen. Sonst bin ich weg. Wer sind denn hier? Alle, glaube ich. Jeder. Das ist ein Wahnsinn. Die Nacht hat nicht mehr viel gefällt und die hätten mich fertig gemacht. Das ist nicht zum ersten Mal in dem Monat. Ich erkläre noch alles, wenn wir uns sehen. Jetzt beruhigen Sie sich erst einmal. Wo sind Sie denn überhaupt? Das wäre noch am Telefon sagen, was? Na sicher. Treffen wir uns. Am besten gleich. Na langsam, es ist ja mitten in der Nacht. Also vielleicht warten, bis ich tot bin. Ich renne immer mit einer Puffenhautung wie ein Wahnsinniger. Ich habe Angst, Trautmann. Verstehen Sie mich? Angst? Müssen wir nur anschweren, dass ich nur am Leben bin. Und dass ich Sie angegriffen habe, das darf niemand erfahren. Schweren Sie mir das. Grünstell, wollen Sie jetzt was von mir oder nicht? Ich habe nicht viel Zeit, Trautmann. Schweren Sie mir's. Gut, schön. Schwöre. Ja. Moment. Herr Grünstell. Ich muss Schluss machen. Ich melde mich wieder. Frag mich, warum ich das nicht erzählt habe. Ich habe ihm schwören müssen, das ist nicht weiter so. Ich war tot. Ich weiß nicht, immer ist irgendeine Unruhe mit dir. Das übertragt sich schon langsam auf mich und auf die ganze Gruppe. Nur zu. Der Grünsteidl hat eine Waffe gehabt, eine 7,65er Walter. Echt? Möglicherweise haben sie mit seiner eigenen Pistole erschossen. Also sie, die Grünsteidl, behauptet ja, dass sie von der Existenz einer Waffe keine Ahnung gehabt hat. Auch nicht, wo er sie möglicherweise aufbewahrt hat. Hör zu, Oberst. Ich bin durch die Geschichte fast durch. Ich möchte nur noch zwei Alibis überprüfen. Du kenntest für mich ein Gespräch für mit dem ominösen Herrn P. Punkt. P. wie Paula, hm? Also abgesehen davon, dass du bis jetzt wieder mal mit dem Schädel durch die Wand spaziert bist, hast du ja wirklich gute Arbeit geleistet. Danke. Wie das im Bericht ausschauen wird, weiß ich leider noch nicht. Aber ich muss, ich treffe mich mit dem Bursche bei der Mona im Spital. Danke für den Kaffee. Hör zu, das ist noch nicht alles leider. Der Ringhofer, weißt du schon, wo ihr den Einsatz gehabt habt mit der Frau Vormanek? Ja, aber was ist damit? Der ist heute Nacht seinen Verletzungen erlegen. Nein. Schau, es geht mir nichts an. Ich hab schon gesehen, dass sie bei dir groß an der Wand hängt. Mach keinen Blödsinn. Servus. Tu je Jana Formanek, zanechajte prosím odkaz. Hallo Jana, Trautmann spricht hier. Ich hab grad von der Sache gehört. Also bitte jetzt keine Panik, es wird nichts so heiß gegessen. Außerdem habe ich Ihnen ja gesagt, Sie sollen mit dem Aschenbecher zuschlagen. Also es ist eigentlich meine Schuld. Ich habe den Akt schon kommen lassen und schreibe heute noch einen Bericht drüber. Aber wenn Sie mich vielleicht zurückrufen könnten, dann könnten wir reden drüber. Vielen Dank. Wiederhören. Dankeschön. Und du hast jeden Tag vom Grünstadl zurückverfolgt? So kurz geht ja.
Also was war jetzt mit diesem Feuer? Ach so, ja, das stimmt. Also am 25. April hat es in einer Apartmentanlage auf Granada gebrannt. Warum, weiß niemand. Aber rat einmal, wer der Mieter war. Heinz Kopf. Für was brauchst du mir eigentlich? Was ist mit den Handynummern? Ja, die eine hat dem Grünstall gehört, also dem Kopf. Und die andere war gemeldet. Eine Firma für Financial Services auf Granada. Und du wirst mir gleich sagen, wer der Direktor ist. Nicht die leiseste Ahnung. Vitali Koroschenko. Na bitte. Es ist doch dieser russische Mafiose, der letztes Jahr am Strich den Winkel angefangen hat. Und außerdem war er ein Geschäftsfreund unseres verehrten Herrn Goldstein. Hm? Siehst du, wie er die Frau? Darf man ein Wort? Ich muss aber sagen. Ich hab das nicht allein nicht. Also die Moni hat mir aus dem Spital geholfen. Spinnst du? Für mich war das echt super. Ist die Zeit doppelt so schnell vergangen da herinnen? Ja bitte, das Englisch von der Moni ist echt der Hammer. Sie hat sogar runter angerufen auf Granada. Ja, weil Mailen mit einer Hand umständlich ist und ich wollte schnell sein. Jetzt pass einmal auf. Sag einmal, was wir rausgefunden haben. Also, der Kopf, der Grünsteidl, hat nach dem Brand eine Diebstahlsanzeige aufgegeben. Er ist zusammengeschlagen worden und es sind ihm über 3 Millionen Euro gestohlen worden, hat er angegeben. Kompliment. Habt ihr echt super gemacht, ihr zwei. Bravo. Ein weiterer Schritt. Allerdings haben wir noch nicht ganz durch. Ich weiß ja nicht. Vielleicht hat es auch nichts mit unserem Fall zu tun, aber am Mittwoch in der Nacht bin ich aufgestanden, um aufs Klo zu gehen draußen am Gang. Aus Ehrgeiz. Wollt wissen, ob ich's schaff. Sowas soll man nicht machen, Moni. Das wird da jeder Arzt bestätigen. Und? Ich hab was gesehen, was mich jetzt wundert. Wo wir mehr über den Fall wissen. Im Falle des vor 4 Tagen tot in einem Wiener Hotel aufgefundenen ehemaligen Nationalratsabgeordneten Ferdinand Grünsteidl gibt es laut Aussage der Wiener Polizei noch keinen konkreten Tatverdächtigen. Wie schon in der Zeit im Bild berichtet, war Grünsteidl nach finanziellen Unregelmäßigkeiten, die zum Konkurs der Fastfood-Kette Chicken Tikka geführt haben, kurzfristig verschollen und in der letzten Woche unter dem Namen Heinz Kopf mit gefälschten Papieren über die Slowakei nach Österreich eingereist. Über den weiteren Stand der Ermittlungen werden wir berichten. Ja. Nein, ich. Ja. Nein. Ich kann jetzt nicht. Ja, das ist jetzt auf einer Beerdigung. Ja, bin ein Freund, ja. Trauergäste. Es war, wie der Ferdl mir schriftlich aufgetragen hat, sein letzter Wille, dass wir hier in dieser Runde zusammenkommen. Wir wollen still auf ihn anstoßen. Ein letztes Mal rufe ich dir zu, Prost, Ferdl. Mach alle 9 da, wo du jetzt bist, und halt mir auf der Wolke neben dir einen Platz frei, bis wir dann irgendwann wieder vereint sein werden. Frau Gornstein, wenn Sie gestatten, dann täte ich auch ganz gern noch ein paar Worte sagen. Ich muss ja den Mörder Ihres Gatten finden und im Zuge meiner Nachforschungen habe ich festgestellt, dass der Verstorbene ganz schön umtriebig war in den letzten Wochen seines Lebens. Werte Trauergäste, Sie alle hier haben bestritten, dem Grünsteidl noch einmal begegnet zu sein oder auch nur mit ihm telefoniert zu haben. Mein Kollege Dolleschall hat jeden einzelnen von Ihnen dazu befragt und alle, die hier sitzen, haben gelogen. Wahr ist nämlich, dass wir alle dem Grünsteidl in den letzten Tagen seines Lebens noch einmal begegnet sind oder zumindest mit ihm geredet haben. Aber keiner hat es dem anderen erzählt.
Ich übrigens auch nicht. Und ich glaube, dass die meisten von Ihnen ein sehr gutes Motiv hatten, den verehrten Herrn Ex-Nationalrat umzubringen. Einige haben es ihm sogar angedroht, bis ihn dann tatsächlich jemand von Ihnen umgebracht hat. Aber fangen wir von vorne an. Alles begann am Mittwoch, den 3. März, genau 71 Tage vor dem Tod des Ferdinand Grünsterl. Schauplatz ist die Karibikinsel Grenada, wohin sich der ehemalige Abgeordnete mit über 6 Millionen Euro Bargeld, die er in Wien unterschlagen hat, absetzt. Er lernt einen Mann kennen, der ihm einen deutschen Pass lautend auf den Namen Heinz Kopf besorgt. Dieser Unbekannte verschwindet ein paar Tage später spurlos. Kopf. Der Grünsterl beschließt, in das Tourismusgeschäft zu investieren. Okay, Mr. Kopf. It's correct. Ja? And the number of the lawyer to make the contract with is 444-3259. Great. Listen, I have a mobile phone now too, so you can also call me always. Schnell hat er den Kontakt hergestellt zu ein paar Geschäftsleuten aus Russland, die eine Briefkastenfirma haben. 29. März. March. Die Telefonnummer hat sich der Grünsterl in dieses Büchel dann notiert. Neben anderen meist unwichtigen Dingen, aber auch dem einen oder anderen durchaus interessanten Eintrag. Wo haben Sie denn das her? Das wurde bei der Leiche sichergestellt und wird von uns bis zum Abschluss der Ermittlungen unter Verschluss gehalten. Ist ein Beweismittel quasi, gnädige Frau. Kinder, dauert das noch lang? Unser Eins hat wirklich was anderes zu tun, als da die Märchen abzuhören, ja? Jetzt haben Sie ein bisschen Geduld, Herr Pock. Sie kommen schon noch dran. Noch weiter, Trautmann. Ich möchte gern wissen, was der Sauhund, der saubere Herr, mit meiner Marie gemacht hat. Ja, weil nämlich ein Teil von den Flieder hat er bei uns bei einem Wettbetrug angestaubt. Ich weiß. And here you build a hotel. It's always the luxurious of the world. I? That's me. IFG Tours. Together with FDI Tours, we bring the people from... Die Russen sagen, sie steigen ein und der Grünsterl bereitet alles vor. Trifft sich mit Vertretern von Fluglinien und Reiseveranstaltern und mietet sich ein Büro in der Hauptstadt. Von Vienna, Germany, Frankfurter, Hamburger, Berlin, Köln und so. Bis es am Sonntag, den 25. April, zeitig morgens an seiner Tür klopft. Guten Morgen. Entschuldigen Sie bitte, dass es etwas länger gedauert hat, bis ich Sie persönlich treffe, aber ich wollte mir unser Geschäft nicht entgehen lassen. Und ich war die letzten Wochen etwas verhindert. Nichts sagen. Goroschenko, Vitali. Nein, ich vergesse kein Gesicht. Ich bin gut. Hallo. Naja, die Polizei war hinter mir her, aber das wissen Sie schon. Okay. Vielleicht nichts Ernstes, ne? Nein. Aber Sie haben mich in Wien um mehr als 3 Millionen Euro betrogen, Herr Grünsteidl. Und die möchte ich jetzt wieder haben. Das ist ja verständlich. Na, sehr gern. Sehr gerne. Ich weiß nur nicht, ob ich im Augenblick so viel im Haus habe. Also wenn Sie vielleicht in ein paar Tagen wieder anfangen, dann könnte ich auch... Bitte, ich könnte natürlich auch einen Wechsel unterschreiben. Oder wenn wir zur Bank gehen, nehme ich einen Kredit. Da geht er mir das... Au! Gibt es doch weh! Au! Das!
Der Grünsteidl kann entkommen, wie Sie ja alle wissen. Nur sein Geld ist futsch. Sein Notizbuch und sein Handy hat er in der Jackentasche. Das ist somit das Einzige, was er retten kann. Er startet zwar eine Diebstahlsanzeige, aber die bringt natürlich bis heute kein Ergebnis, ist eh klar. Und als erstes fällt ihm, vielleicht wegen der geografischen Nähe zu den USA, sein alter Geschäftspartner John Flachsberger ein. Mit dem Geld dieses so erfolgreichen austroamerikanischen Unternehmers ist der Grünsteidl durchgebrannt. Das gemeinsame Geschäft der beiden in Wien ist in Konkurs gegangen. Hallo John, Oldhaus. Na meins, geh's einmal, wo's dran ist. Fertig, Grünsteidl. Ready again for a bissl business. Die Freude ist recht einseitig. Der Flachsberger ist doch ziemlich angefressen und droht dem Grünsteidl, dass sie ihn finden und fertig machen. Vielleicht sogar seinen argentinischen Kampfhund zum Spielen vorwerfen. Es stimmt natürlich, dass unser Geschäft mit dem Herrn Grünsteidl wenig befriedigend war. Aber wir sind ja keine Gangster, meine Herren, oder? Und dass wir heute alle hier bei den Begräbnisfeierlichkeiten teilnehmen, also ich in Vertretung von Herrn Flachsberger, das zeigt eigentlich nur, dass wir zumindest Respekt haben vor dem Tod eines ehemaligen Geschäftspartners. Schwamm drüber, Frau Grünsteidl. Ihr ist so fad, Herrschaften. Braucht sie mir wirklich? Eins, bitte. Na, der Grünsteidl hat sich nach dem Telefonat mit dem Flachsberger richtig betot gefühlt, Herr Wacken. Aus seinem Büro holt er sich seine Papiere und alles Bargeld, das ihm noch geblieben ist, und taucht für die nächsten zwei Wochen irgendwo in den Bergen unter. Er ändert seine Pläne. Liebe Hilde Puppi. Den eigenen Tod vortäuschen, inkognito zurück nach Europa reisen. Irgendwer an Geld kommen und dann noch einmal von vorn anfangen. Zum x-ten Mal. Das will er versuchen. Der Grünsteidl fliegt nach Europa zurück. Auf ihn traut er sich vorerst nicht. Der Tochter in Bratislava runter, in Pressburg. Er checkt im Hotel Delia ein. Und sein erster Gedanke ist, seinen alten Parteivorsitzenden, den Dr. Horst Werner, anzurufen und ihn um Hilfe zu bitten. Der wimmelt aber den alten Parteifreund ab und ruft umgehend die Frau Grünsteidl an und bittet sie, den Pferdl davon abzuhalten, die Partei zu schädigen. Nein, also Herr Doktor, Herr Parteiobmann. Die Frau Grünsteidl weiß von nichts. Noch nicht. Aber der Herr Gemahl lässt nicht locker. Mit einem Mietwagen fährt er über die Grenze. Und jetzt kommt zum ersten Mal ich ins Spiel, als ich auf meinem Heimweg zufällig an Ihrem Haus vorbeigehe und gerade der Feuerwehr nachschaut, die an diesem Tag einen riesen Einsatz in der Praterstraße hat, wegen einer Gasexplosion. Servus, Horstl. Erkennst du mich nicht? Ingenieur Ferdinand Grünsteidl, dein strammster, loyalster Parteisoldat. Sag mal, bist du narrisch geworden, Grünsteidl? Wir haben alle gehofft, du bist tot. Also, glaubt, du bist tot. Ja, ja, ja. Bin ich auch. Schau mir an. Ich bin Ex. Ertrunken in der Karibischen See. Ja, okay. Ist mir auch recht. Aber kannst du jetzt bitte schleichen? Stell dir vor, da kommt wer. Horstl, siehst du den Wahnsinnsvorteil nicht? Ich kann der perfekte Strommann sein für die Partei. Beispiel. Ich kann als ein Toter mit meinem politischen Know-how, ja, eine echte Gefahr im Hintergrund sein. Verstehst du das nicht? Ja, da kannst du Gift drauf machen. Nein, nicht lustig sein. Ich meine, es ist mir wirklich ernst. Ja, ja, was brauchst du? Geld? Auch. Aber ich möchte vor allem meinen guten Namen aus dem Jenseits wiederherstellen. Bitte, Ferl, tu uns das nicht an. Sei einfach tot. Aber der Grünsteidl ist hartnäckig. Also schlagt der Herr Parteiobmann in seiner Not vor, der Grünsteidl möge sich doch an den Herrn Pock wenden. Einen Industriellen. Ja, Herr Pock. Er hat von Ihnen einmal eine Parteispende kassiert und die ist ihm abhanden gekommen.
Aber vielleicht, so hat sich zumindest Ihr politischer Gesinnungsgenosse, der Dr. Werner, gedacht, vielleicht können Sie mit dem Grünsteil was anfangen. Oder werden zumindest los. Dass Sie unangenehm werden können, Herr Puck, das hat der Grünsteil gewusst. Also hat er sich gedacht, er bietet Ihnen vielleicht eine kleine Anzahlung auf seine Schulden an, die Sie bis dato nicht deshalb nicht eingetrieben haben, weil der Grünsteil für die Partei noch wertvoll war, nicht? Der Grünsteil hat eine zündende Idee. Er bricht bei sich selber ein, also in der Wohnung seiner Frau. Schließlich hat er sogar den passenden Schlüssel dabei. Wie er so in der Wohnung einen Einbruch vortäuscht und den Schmuck und das Bargeld entwendet, fällt ihm seine Lebensversicherung ein. Er sucht und findet schließlich die Police. Er nimmt sie an sich, wer weiß, wofür sie noch gut ist. Bevor er losgeht, nimmt er noch seine Pistole an sich, die er sich vor 2 Jahren gekauft und versteckt hat. Als nämlich eben der Herr Bock ganz schlecht auf ihn zu sprechen, was ihm gedroht hat. Wundert dich das bei der Summe, Inspektor? Bisschen Geduld noch, Herr P. Bitte? Mach dir nicht so wichtig, du Trachtenbure da. Also, während wir den Einbruch ermitteln, kriegt die Frau Grünsteidl einen Anruf. Am Apparat ist die werte Frau Doppler, gerade erst wegen guter Führung aus der Haft entlassen. Sie hat nämlich vor 4 Jahren den Mord an ihrem Herrn Gemahl beauftragt. Und jetzt liegt sie mit gebrochenen Knöcheln im Spital und hat Lust zum Tratschen. Unterstehen Sie sich, meine Freundin hier so zu diffamieren und in so eine Situation zu bringen? Lass nur, Hildemars. Lass nur. Wie gesagt, Frau Grünsteidl. Wir müssen unsere Arbeit machen und es ist halt leider nicht immer sehr schön. Ja, genau. Lassen wir die Herrschaften berichten, die werden schließlich von uns bezahlt. Jedenfalls kommt jetzt, vielleicht früher als vom Grünsteidl geplant, das Abschiedspackerl aus der Karibik an. Die Frau Grünsteidl ist überrascht und irritiert. Aber ist der Gatte wirklich tot? Das lässt sich ja gar nicht schätzen. Das ist alles von so gigantischem Wert. Meine liebe Hilde Puppi, das ist meine verstorbene Gattin, die ist so gehängt an diese Klunkern. Aber ich kann es nicht mehr zu Hause haben. Es erinnert mich alles zu stark an Sie. 20.000 Euro, ich kann Ihnen geben gleich. Mit Quittung. An 20er? Da sag ich mal, bist du... Das ist alles? Der Grünsteidl vereinbart vor Ort in Bratislava ein Treffen mit dem Herrn P. Heinz Puck. Heinz. Sitz! Ist dir wohl klar? Ich hab eine Riesenfreude. Weißt du, wie oft ich in letzter Zeit an dich gedacht hab? Wer weiß, hab ich gedacht. Vielleicht hat er Verwendung für einen quicklebendigen Toten. Also unsichtbare Drehscheibe im fernen Osten oder sowas. Irak, weißt du? Sunniten, Schiiten, Al-Qaida-Connection, Seidenstraßen rauf, die Taliban sind Nagel um die Ecken. Ja, Heinz, und ich hab nichts vergessen. Ich komme nicht mit leeren Händen. Schau, das ist jetzt nicht der wahnsinnig große Brocken, ja. Also von der Summe her. Aber. 5 Mille. Mit Zinsen. Bis morgen Mittag. Sonst kannst du heimschreiben, dass sie nimmer auf dich warten brauchen. Du Versager. Ich krieg dich. Da im Hotel. In der Karibik. Wo immer. Servus. Ich weiß noch immer nicht, was Sie von mir wollen, Polizist. Gefährliche Drohung vielleicht. Sie werden sehen, es läppert sich schon mal. Also spätestens jetzt ist es für den Grünsteidl an der Zeit, seine Zelte in Bratislava abzubrechen. Er fährt mit dem Bus nach Wien und taucht just am Abend der Wiedereröffnung der neuen Miranda-Bar beim Hintereingang auf. Stimmt's, Nassel? Ich habe den Nagel erforscht. Jetzt. Bratislava. Und
Ich schwöre dir eins, Nazl. Es schreit nach einem Duty-Free, nach einem Vergnügungspark, nach einem Buff. Ja? Und der große Vorteil, ja? Ich hab das Know-how. Und sagen wir, als ein Toter wird ja auch die steuerliche Abwicklung ein bisschen leichter werden. Nicht? Gut, ich könnte mir vorstellen, da wir mal Pi, müssten 2 bis 3 Mille fürs Erste reichen, damit ich aus dem Gröbsten das Kopferl rausstrecken kann. Quasi. Aha. Machen wir's kurz, Grünsteiler. Mit dir machen wir keine Geschäfte mehr. Nie mehr. Und da ist ein Toter, der ist mir eigentlich besser gefallen als so. Sei froh, dass du ein Wirbel seid. Sonst hätte man gerade die Gelegenheit nützen und dem Toten eine letzte Ruhestätte verschaffen. Am Grund von der Donau mit Betonbatschern links und rechts. Duty free. Du kennst mich, Trautmann, ich bin ein Ehrenmann. Mir ist der Händelfanger sowas von am Hammer gegangen, aber die Schleifen hätte er nicht gegeben, deswegen. Ja, das war nur so dahergeredet, ich mein. Ja. Sie hingegen haben Ihre Drohungen wahrgemacht, Herr Pock. Oder haben es zumindest versucht. Gebitte, bleib unten. Ja? Neben Grüßen. Waffe weg, Polizei! Der Grünsteller kann seine Waffe zwar nicht ziehen, die er sich extra von zu Hause geholt hat, beziehungsweise gestohlen hat, weil ich zufällig zur Stelle bin und ihre Schläger vertreibe. Beweise, Burschen, Beweise. Lassen Sie uns ein bisschen Zeit. Vor Gericht kommen Sie in jedem Fall, verspreche ich Ihnen. Na, da fürchte ich mich aber. Sie, Frau Grünstein, machen zur selben Zeit einen spätabendlichen Besuch bei Ihrer Freundin Frau Doppler im Krankenhaus. Sie haben nämlich daheim aufgeräumt und dabei entdeckt, dass die Waffe des Gatten, eine 765er Walter, fehlt. Vielleicht haben Sie auch bemerkt, dass die Police der Lebensversicherung nicht mehr da ist. Sie bleiben bis 21.50 Uhr im Spital, Frau Grünsteidl. Und werden, als Sie gehen, von meiner Kollegin gesehen, die nach einer Schussverletzung gerade wieder auf die Beine kommt. Wir haben uns lange nicht gesehen. Da hat man sich einiges zu erzählen. Dagegen ist ja nichts zu sagen, gnädige Frau. Dagegen nicht. Dem Herrn Gemahl bleibt jetzt nur mehr ein Ausweg, er geht zu Ihnen. Und als Sie aus dem Spital zurückkommen, da sitzt er da, gezeichnet von den Schlägern des Herrn Bock, und schüttet Ihnen sein Herz aus. Er berichtet Ihnen seinen ganzen Leidensweg. Was langsam, Kirby. Es wäre halt besser, wenn ich mich gleich selber. Nein, keine Angst, nicht da. Mach dir noch nicht alles schmutzig, du Herrin, kennst mich da. Also, Ferl, jetzt hör auf. Ein Ausweg gab es noch. Leib und Leben. Meine Lebensversicherung. Wir täuschen meinen Tod vor und kassieren. Beinhart, das sind 250.000 Euro. Es ist gut genug für den Neustart irgendwo im Ausland. Für uns zwei. Und dann eines schönen Tages zurück nach Wien. Erhobenen Hauptes. Sauber. Seriös. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Ich könnte in Ausland meine Memoiren schreiben. Da kennen Sie ein paar Leute. Warm anziehen in der Partei. Frage nicht. Oh weh. Aber vielleicht ist das auch alles nur wieder ein Hirngespinst von deinem Pferd. Und jetzt, Frau Grünsteidl, fällt Ihnen auf einmal alles ganz leicht. Die vielen Demütigungen, die vielen Affären, das Gelächter der Leute am Markt, die Bordellbesuche ihres Gatten. Der Geruch, wenn er sich spät, wenn es dunkel war, zu ihnen ins Bett gelegt hat. Und sie haben das Parfüm riechen können von den anderen Frauen. Die Blicke ihrer Kundschaft. Die Fragen, wo der Gemahl ist.
nie haben sie eine Antwort gewusst. Und nie haben sie gewusst, wie sie sich wehren sollen. Sie stimmen dem Plan des Pferdl zu. Sie finden einen Vorwand, warum er nicht in der Wohnung bleiben kann, weil die Polizei am nächsten Morgen kommt wegen des Diebstahls. Was weiß ich. Egal. Er glaubt ihnen. Sie fahren ihren Mann ins Hotel zurück. In der Früh wollen sie ihn abholen und über Bratislava ausfliegen, sagen sie. Sie werden sich um alles kümmern, als erstes um die Lebensversicherung, gleich in der Früh. In der Tiefgarage lassen sie den Pferdl raus. Sie müssen noch einen Parkplatz suchen und es ist besser, wenn sie nicht zusammen gesehen werden. Sie rufen ihre Freundin Doppel im Spital an, weihen sie ein und ihr Alibi steht. Wenn sie nicht von der Kollegin gesehen worden wären. So allein im Hotelzimmer fängt der Grünstädel zum Nachdenken an und wundert sich, dass seine Hilde so kooperiert mit ihm. Er ruft mich an, er macht eine letzte Notiz, P. schreibt auf einen Zettel. Unser Telefonat wird vom Klopfen der Hilde an der Tür unterbrochen. Über dem Stuhl der Sakko vom Pferdl, sie greifen nach der Waffe. Lange Zeit habe ich es nicht verstanden und habe geglaubt, es steht für Pock. In dem Bratislava hat es der Grünstädtl auch als Abkürzung dafür verwendet, aber im Hotel. Im Hotel hat er was anderes damit gemeint. P für Puppi. Damit hat er sie gemeint, Frau Grünstädtl. Gehen wir, Herr Inspektor. Bezahlt ist schon. Die Tatwaffe? Ja, jetzt sind die Donau geschmissen am Heimweg. Behauptet sie zumindest. Also den Fall habt ihr wirklich schnell gelöst, Burschen. Gut ab. Bitte, Moni. Ohne deine Beobachtungsgabe, den Instinkt und deine Englischkenntnisse hätten wir lieber ausgeschaut. Ja, das stimmt. Das hast du wirklich super gemacht. Aber du auch, Bursch. Danke, alle zwei. Prost, bitte. Ja, schließ mich an. Gratulieren. Aber was anderes? Was hättest du gemacht, wenn die Grünstädtl alles abgestritten hätte? Weiß ich nicht. Hätte ich mir dann überlegt. Sag mal, Trautmann, wäre es jetzt nicht an der Zeit, ein kleines Geheimnis zu lüften? So, was meinst du? Ja, bei dir zu Hause. Die Bilder an der Wand. Das hat ja zum Fall gehört, ne? Du weißt doch, ich muss mich mit der Frau Vormannig am Montag eine Befragung stellen. Das weißt du ja eh, ne? Das meine ich nicht. Was dann? Ich meine die Bilder von dem Apartment in Grado, was bei dir an der Wand hängt. Also das ist nix. Du willst auswandern? Ah, wieso? Ne? Das war mir nur aufging, das Interesse zum Ausschauen. So viel später vielleicht. So ein Romantiker, auch von der Seite kennt man gar nicht. Was? Kaufst du dir wirklich eine Wohnung in Grado? Super, da komme ich dich besuchen. Gehen wir spazieren am Meer. Ja, und ich komme zum Spaghetti wickeln und Pizza schaffen. Super.